Liebe Freunde der leichten Unterhaltung, hier ist er wieder mal, der Radikale. Und ja, ich habe heute vor, mal ein bisschen was für meine Koordination, Ausdauer und ja, Motorik zu tun. Ich werde ins Boxen fahren. Und ich habe gestern einen Doppelsplit trainiert, Brust und Bizeps, wobei ich den Fokus diesmal auf den Bizeps gelegt habe. Ich habe, weil Arm ist momentan meine Schwäche, früher war es eine Stärke von mir, also habe ich Bizeps zum Anfang reingenommen und habe dann Brust trainiert, was ja eigentlich ziemlich unorthodox ist und man normalerweise die große Muskelgruppe vorher trainiert. Ich habe es auch umgedreht gemacht, ist mir sehr gut bekommen, hatte einen schönen Pump und konnte trotzdem mein Brusttraining relativ schwer absolvieren. Ich wollte damit nur bezwecken, dass der Bizeps dann noch frisch ist und ich den optimal trainieren kann. Ja, leider habe ich 3 Kilo zugenommen. Warum auch immer. Ich habe die Ernährung umgestellt, habe Eiweiße hochgefahren, Kohlenhydrate ein bisschen runtergefahren und trotzdem habe ich zugenommen. Ja, viel Wasser ist klar, aber das war natürlich nicht Sinn der Aktion gewesen. Oder ich wollte mein Gewicht halten, meine Form verbessern und jetzt nicht zunehmen und meine Form verschlechtern. Also müssen wir was ändern. Und werde mein Training mit 4-mal die Woche erstmal beibehalten. Das bekommt mir ganz gut. Die Erholungsphasen reichen mir aus. Und mehr aber auf gar keinen Fall. Also das schaffe ich zeitlich nicht. Und man merkt doch in meinem Alter, dass sich der Körper nicht mehr so erholt wie vor 10 Jahren oder so. So, mehr gibt es dann hoffentlich von dem Training, was ich gleich absolvieren werde. Mal einen kleinen Einblick oder einfach bloß so ein paar Stippvisiten. Das ist jetzt nichts Spannendes. Das macht mir einfach Spaß. Ist eine nette Abwechslung zwischendurch. Mal einmal die Woche gehe ich gern zum Boxen. Wenn es mir überkommt, auch 2-mal, aber das ist eher seltener die Regel. Außerdem, da wo ich herkomme, kann man es immer ganz gut gebrauchen, wenn man da ein bisschen fit ist in der Richtung. Ja. So, das soll es jetzt mal gewesen sein. Also, mehr folgt dann später. Bis dann. Ciao. So, hallo Jungs, das ist mein Freund Viktor. Viktor Herrmann ist nicht nur mein Boxcoach, sondern er ist auch internationaler Boxcoach und er hält mich hier so ein bisschen fit, versucht das Möglichste bei mir zu machen. Bei mir ist ja nur noch Schadensbegrenzung zu machen hier. Und ja, wie gesagt, wir werden euch ein paar Ausschnitte daraus zeigen nachher. Nils kommt natürlich auch und dann ist ja die ganze Crew zusammen. Jetzt werden wir mal eine Runde mit Nils joggen gehen. Da ist er. Da kommt er. Yeah. Alter, Masse, Masse, denk an Masse, Masse! Ein, zwei, drei. Nochmal locker. Ein, zwei, drei. Ein,
2, 1, 2, 3. Und. Jetzt. Irgendwie kommt rechts nochmal. So, Nelson, mach's einfach besser als ich. Ist das noch die Morgenmüdigkeit oder was ist los, Alter? Ist das noch die Morgenmüdigkeit? Ich dachte, ich habe auf Zeitraffer, aber das. Ah, jetzt wird er wach. Victor, kannst du noch? Wir haben es jetzt. Wir haben es jetzt 14:30 circa. Victor ist seit 8:30 hier drin. Gibt immer Privatkurs zwischendurch, so wie für uns. Und bringt den Kiezis da so ein bisschen was bei oder beziehungsweise jetzt ein bisschen was ab. Jetzt kannst du dir jetzt mal vorstellen, dass da nicht deine Alte steht, sondern ein Typ. Alles in Ordnung. Je. Ja. Zeit! Je. Ruhig. Akzeptieren ist schwierig. Links, rechts. Weiter, schulden.
Alter, das ist ein Kreislauf, normal. Danke, Nils, danke. Ach, naja. Freunde. Ja, guck mal in das Leben. Zusammen auf Zeit. Mein Training bei Viktor, heute erster Tag, Katastrophe. Bei mir, konditionell gefühlte 400 Jahre alt, mein Kadaver, aber drauf geschissen, macht Spaß. Werde wieder regelmäßig herkommen oder Freue mich. Und im Hintergrund seht ihr die Veranstaltung am 17. September, ist die deutsche Meisterschaft hier im Hanse Gym in Hennstedt-Ulzburg. Und Viktor ist Mitveranstalter. Könnt ihr da treffen, könnt eure Fragen stellen, könnt Trainings vereinbaren mit ihm. Und für die Werbung nehme ich jetzt 1 Million Baht. Oder Yuan. Genau. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß, bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Tschüss.